Heute ist endlich wieder soweit. Video pünktlich um 18 Uhr auf den Sonntag? Kann nur eine Illusion sein. Heute schauen wir uns mal wieder Instagram-Rapper an. Ich habe meine geliebte Community darum gebeten, Diss-Tracks gegen mich zu machen. Und die schauen wir uns heute an. Und ich glaube, dass meine Angriffsfläche ja nicht die größte ist. Große Nasenlöcher, hohe Stirn, nie pünktlich. Dennoch würde ich sagen, wir hören uns das Ganze mal an und schauen, was gegen meine weiße Weste geschossen wurde. Zum Glück weiß ich aber auch, dass ich ein paar Jungs habe, die meinen Rücken haben. Jungs? Oder halt auch nicht. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Rapper. Let's go. Unsympathisch finde ich dein Haaransatz. Deine Beziehung sagst du, du hast die Hosen an. Isa schenkt dir am Frauentag einen Blumenkranz. Weil du wirklich in keinem Game was treffen kannst. Deine Videos, die ich nicht brauche. Nach diesem Diss musst du es sein rauchen. Sascha's Comeback, Sascha's Comeback. Monte React, Monte React. Wenn cringe, dann schneid das hier raus, also ja. Bleib drin, Mate. Der erste Diss und ich muss wirklich sagen, verdammt gut weggekommen bei. Isa schenkt mir einen Blumenkranz. Was soll ich mit einem Blumenkranz machen? Auch bodenlos, dass hier geschrieben wird, dass ich in keinem Game was treffe. Für alle, die nicht in Games sind, könnt ihr kurz skippen. In Counter-Strike, da habe ich den höchsten Rang, okay? Valorant, da habe ich den, da bin ich auch nicht schlecht, okay? Ich bin in Games wirklich bad. Wir machen weiter. Ganz ehrlich, auch an den Rapper, der hier vielleicht... Bro, er hat ein Dislike dagelassen. Digga, denkst du, ich seh das nicht oder was? Glaubst du, ich bin blind auf den Augen? Jede Woche leider wieder mal derselbe Scheiß. Frag mich ehrlich, Digga, wann ist das hier mal vorbei? Deine Pause war für jeden eine geile Zeit. Warte wieder darauf, glaube, es ist bald zu weit. Ändert nichts daran, dass deine Haare alle fake sind. Scheinbar bipolar, so oft wie du die Seiten wechselst. Sag mal, kannst du das erklären, was da bei dir geht? Sogar Isa will dich damit auseinandernehmen. Bekomme jedes Mal Psychose, wenn ich das hier seh. Weil ich mich frage, sag, wie kannst du Nico widerstehen? Die Uploadzeiten in der Regel immer viel zu spät. Frag mich gerade, wirst du das hier überhaupt noch sehen? Du bist nichts wert. Was? Ganz kurz, er klang gut meiner Meinung nach. Ich muss hier auch ganz kurz die Wahrheit aussprechen. Er hat erwähnt, dass die Pause für jeden eine geile Zeit war. Da kann ich nur zustimmen, selbst für mich war das eine geile Zeit. Aber ganz zum Schluss erwähnt er, ich bin nichts wert. Und soll ich dir das Beste sagen, damit ich ein bisschen was mehr wert bin? Ab in die Werbung, du Wichser. Mein RTL! Was im letzten Placement geschehen ist. Das von den Machern von Rise of Kingdoms. Das heutige Video ist gesponsert von Rise of Kingdoms. Rise of Kingdoms ist ein geschichtsbasierendes Strategiespiel mit spannenden Battles. Light out, away we go. Max Verstappen wins the British Grand Prix. Ich glaube, das ist nicht Rise of Kingdoms. Jede Zivilisation hat einen eigenen Commander, basierend auf reellen und historischen Figuren. Wer ist es für Deutschland? Ich höre den Neid, wenn ein Bastard hält. Die Jungs gehen rein. Jede Zivilisation hat einen eigenen, einzigartigen architektonischen Stil. Das ist nicht deren Ernst. Es gibt eine neue Zivilisation. Griechenland. Downloade jetzt Rise of Kingdoms über meinen Link und erlebe, wie tausende Spieler in Echtzeit zusammen oder gegeneinander kämpfen. Und erhalte einen speziellen Bonus nur auf dem PC mit meinem absoluten Lieblingscode. Mein RTL! Wenigstens ist mein Konto jetzt mehr wert. Ja, die COD-Gun ist geladen und ich habe dich im Scope. Ja, du Hampelmann bist nur bekannt wegen Inscope. Kommst im Regen, Import in meine Gegend, Sascha, dann kriegst du Schläge, Import, du kleiner Lego-Kasper. Tag 1 mit Läufern und mit Nico am Ziehen. Musst verstecken, dass du rauchst, Junkie sucht Nikotin. Du würdest gerne mal so viel wie deine Freunde verdienen. Doch du kannst nicht mehr auf Clips reagieren ohne dein Team. Vielleicht mach ich mich durch diesen Track grad unsympathisch. Komm ohne Grund in Rage in deine Sumpfanlage, wo du jetzt lungerst gerade und du hast 100 Fragen. Doch du verstummst, wenn ich dann dein Setup dumm zerschlage, Knecht. Okay, ich habe darum höflich gebeten, nicht auf Mutter zu gehen. Ich glaube, er ist ein bisschen auf Mutter gegangen, tatsächlich. Um jetzt aber noch ein bisschen auf deinen Text einzugehen. Du kommst in meine Sumpfanlage. Bin ich Sascha oder bin ich fucking Shrek? Digga, was für Sumpf, Mann. Ich bin hier in einem ganz normalen Haus. Eine Sache muss ich aber noch ehrlich zugeben. Die Junkie sucht Nikotin-Line, die fand ich persönlich nicht schlecht. Die entspricht aber nicht der Realität. Das Einzige, was ich suche, nämlich, ist meine Ruhe, du Knecht.
Jegliche Beleidigung im Video ist vollkommen ernst gemeint und dient nicht zur Unterhaltung. Okay. Ich rede zwar Klartext mit dir, hör mal auf, die Videos von Monte zu klauen. Was? Er ist über Monte am Lutschen, er checkt in der McDonalds Rutsche. 30 Jahre, er sieht aus wie ein Butchie. Er trinkt nicht Gucci, fährt aber Gucci. Trinkt am Abend eine Flasche Hennessy. Er will eine Cock von InScope, aber er gönnt nicht. Und dem Labo von Monte macht dir die Felge kaputt, hundertprozentig. Bis ich dein Video gesehen habe, war ich doch lebendig. Wem Mickey sagen würde, du bist nicht wendig, wir kennen dich. Du bist nicht mal wert ein Pfennig. Du pushst dich bei anderen Leuten. Du kannst es weiter nicht leugnen. Das Einzige, was du durchziehst, sind Kippen. Du wirst es bereuen. Auch nicht beliebt bei den Freunden. Sascha, er macht die Videos nur montags. Ich bring sie nicht sonntags, weil ich bin ein Schlafschwein. Muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen verwirrt gerade. Nicht nur, dass der Junge von meiner Community ist, um mich das. Er kommt auch noch aus meiner Stadt Stuttgart. Und ich sag dir jetzt mal eins, kleiner Plapper. Für dich ist die Stadt Stuttgart nach dem Diss-Track, nach dem heutigen Tag, nicht mehr dieselbe. Wird sich nichts für ihn ändern. Ich fand einfach, es klang cool. Um aber auch jetzt mal auf ihn einzugehen. Rein verbal und nicht mit Mess. Wenn montags ein Video kommen würde, wäre ich ja froh darüber. Wobei heute einfach Sonntag ist. Leute, heute ist eine Premiere. Das muss eigentlich gefeiert werden. Ansonsten weiß ich eigentlich nicht großartig, was ich dazu sagen soll, weil da auch ein bisschen was Genuscheltes dabei war. Anscheinend eine Flasche Hennessy am Abend, kmdd.de, keine macht den Drogen. Und dass ich die Felgen kaputt machen würde von Monte seinem Lambo, wenn ich ihn fahren würde. Und ich glaube, ich dürfte ihn fahren. Marcel, dürfte ich fahren? Ja, oder? Ich glaube, er sagt safe, ja. Nee. Das ist die größte Frechheit, weil ich hab die Rennlizenz und zwar die C. Ich fahr die großen Pferde. Nein, ich diss dich nicht, weil du mich doch auch nicht gedisst hast. Ich bin der Elotrans-Typ. Der Elotrans-Typ. Ein Geschenk Gottes. Unsympathisch, klär mir mal ein paar Sponsorings von Tüski oder Heineken. Ist wichtig, weil mich jeder Freitagabend in die Pleite bringt. Aber wieso das? Ja, weißt du, ich trink so gerne Bierchen, aber nicht zum Genießen, sondern weil ich schon nach Heineken leicht geistig verwirrt bin. Aber wieso trinkst du das so gern? Ich will mich fühlen wie dieser Ron Bilecki, zieht schon alles auf mich dumm und Fremde für mich mit dem Handy. Ich hab den Plan von diesem YouTube-Scheiß, chill auf TikTok, Cuttarello, sollen sie sich doch alle kennen. Ich bin in der Kneipe und spiele Nintendo, bin in der Kneipe, verballer mein Netto, bin wieder Hacker und stech mir ein Tattoo, doppel mit Elotrans, brauche kein Testo. Kinder, trinkt kein Alkohol, die Scheiße macht euch dumm. Das war jetzt gerade ein Fiebertraum. Einfach ein Track von dem Elotrans-abhängigen Kaya. Ich kann dir aber sicherlich keine Kooperation klären mit Heineken oder Tüski. Keine Macht in Drogen. Was ich für dich versuchen könnte, wäre aber tatsächlich eine Kooperation mit Saskia Wasser. Und ich muss euch ehrlich sagen, bis jetzt keine krassen Beleidigungen. Es gibt Dinge, die wichtiger sind als eine Rolex. Klar. Zwei Rolex. Jan Sascha Hellinger featuring Montana Black 88, InScope 21 und Steely? Hä? Bin ja keine Videos, das beste Jahr in meinem Leben. Du warst zwar offline, aber nicht ehrlich, die Rolex haben wir doch alle gesehen. Wann kriegen Monte und Knossi das Geld für all die ganzen Clips? Das Haus bezahlt sich nun mal nicht von allein, fuck mal Nico seine Chicks. Jan Sascha Hellinger, du bist ein Lauch. In deiner Beziehung mit Isa ist sie der Mann, du bist die Frau. Sascha Hellinger, jeder weiß, du rauchst. Hör bitte auf mit unsympathisch TV. Ich muss hier schon mal kurz pausieren. Warum sprichst du mich mit meinem ganzen Namen an? Aber eine Sache jetzt schon mal, die Adlibs sind wirklich sehr, sehr nice. Die Haartransplantation machte ihn nur noch hässlicher. Hässlich, hässlicher, Jan Sascha Hellinger. Ja, hässlich, hässlicher und dann Jan Sascha Hellinger. Das ist eine bodenlose Frechheit, mein Lieber. Ich will gar nicht wissen, wie du heißt. Justus, Maxim, Thorsten, Frederik oder so eine Scheiße. Du Rich Kid hast einen Porsche und Mustang, dafür einen kleinen Bizepsumfang. Trotzdem kein Skill in Games vorhanden, aber besser als Nico, denn der hat... Denk nicht an! Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett... Bevor das rauskommt, kleiner Real Talk gegen denjenigen, der gerade hier noch den Diss-Track gemacht hat. Von allen Tracks heute war das mein absoluter Favorite. Die Adlibs waren geil. Der Text war nicht immer richtig. Ich will auch gar nicht wissen, Kollege, was bei dir abgeht, wenn du in den Spiegel schaust. Aber von allem war das auf jeden Fall mein Favorite. Ihr könnt mir gerne da lassen, wie ihr den Track fandet. Und ich würde dich darum bitten, vielleicht nochmal einen Diss-Track zu machen gegen Marcel. Dann kannst du halt keine Monte-Adlibs reinmachen. Wobei, doch, du kannst ja Monte dissen mit seinen eigenen Adlibs noch. Irgendwie wirst du es ja schon schaffen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, raus! Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist es spätestens jetzt Zeit als Mitleid so mäßig für die ganzen Diss-Tracks heute. Schon okay.
Ich verkrafte das. Und es wurde sich Folgendes in den Kommentaren gewünscht. Falls ihr da draußen etwas zu beichten habt, am besten habt ihr noch ein Bild zu der Beichte oder zu der Geschichte, dann sendet bitte das alles an diese E-Mail-Adresse hier. Kuss geht raus. Hässlich, hässlicher Jan Sascha Hellinger. Wie kommt man auf sowas? Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Du bist ja immer noch hier. Was machst du hier noch? Das Video geht über 10 Minuten. Das letzte, was du brauchst, ist ein Autoclip. Was du brauchst, ist Hilfe, du Idiot.